aber es ist ein cooler Spot hier. Ja, hier oben ist auf jeden Fall ein cooler Spot. Das schmeckt ja endwiderlich. Für die Leute, die jetzt sagen, Salmi, ich dachte, du trinkst gar keinen Alkohol. Maya hat mir das jetzt extra hochgebracht und ich betrinke mich nicht mehr, aber so ein Radler trinke ich schon mal einmal im Monat. Heute gibt es ein sehr geiles, unterhaltsames DMT-Trip-Video, aber ich bin nicht Protagonist dieses Trips. Ich habe das Ganze nur von außen beobachtet. Ich habe mir gedacht, es ist viel geiler, wenn er mit dabei ist, damit er erzählen kann, was zu gewissen Zeitpunkten in seinem Kopf sich abgespielt hat. Also wir hatten eine DMT-E-Zigarette am Start und er hat sich irgendwie einen krassen Trip nach dem anderen gegönnt. Also er hat an der E-Zigarette genuckelt und dann war er ungefähr in einer anderen Welt. Man hat an seinen Augen gesehen, dass er nicht mehr hier war. Nicht dich unterbrechen, weil da musst du mich dich unterbrechen lassen. Okay? Nee, aber das Problem ist, das ist schwierig vom Schnitt dann. Nee, weil du einfach nicht schneidest. Ganz einfach. Okay. Also, habe ich jetzt geschnitten? Du musst doch erstmal damit anfangen, wo war das überhaupt, okay? Ja, okay, wir stimmt. Wir sitzen nämlich über der Location, stimmt, von dem, wo das war. Es war nämlich einfach auf einer Party bei mir zu Hause. Ja? Und zwar eine WG-Party mit sehr, sehr vielen Leuten. Also ja, da war gut was los. Jedenfalls, er gönnt sich auf dieser WG-Party so eine DMT-Ladung nach der anderen. Irgendwann gegen Ende, da war auch fast nichts mehr da. Ich so, ja, Nico, es lohnt sich nicht. Und ich so, ja, nein, Mann, da geht noch ein Zug. Jedenfalls. Und ging sich noch ein Zug? Ja, es ging noch. Jedenfalls wurdest du von intensiven Trip zu intensiven Trip gefühlt immer verrückter. Also, du kamst so jedes Mal zurück und warst irgendwie schon, hattest du was Verrücktes an dir. Und das Krasseste war, irgendwann bist du so zurückgekommen und hast so total so sinnlos angefangen zu lachen. So, ha, 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 ha. Und du hattest in der Hand so die E-Zigarette und schmeißt die E-Zigarette volle Kanne hinten gegen die Wand. Das weiß ich nicht mehr. Ja, genau, aber ich wusste, dass du das nicht mehr weißt. Ja, weil es endlang her ist jetzt. Ja, nee, aber dass du du schmeißt die E-Zigarette volle Kanne gegen die Wand und lachst so entbehindert und ich so, Nico, bist du verrückt? Hey, und dann du lachst mich so an und so, ja. Ich dachte, es geht darum, hier ein positives Image über Drogen zu vermitteln. Es ist die Wahrheit. Ja, okay. Es geht nicht um ein positives Image, es geht ein unverfälschtes Image. Auf jeden Fall, du schmeißt das Ding gegen die Wand und dann sag ich so, Nico, bist du verrückt? Und dann du so, ja, und lachst währenddessen irgendwie ja, so geisteskrank. Und was ging, kannst du dich da irgendwie dran erinnern? Ja, ich kann mich da noch dran erinnern. Ich habe sowieso die Einstellung, dass dieses Normalsein und Verrücktsein, das ist doch irgendwie auch Bullshit. Ja, das ist schon klar. Das hatte ich schon vorher. Ja, aber natürlich ist das vielleicht klar. Aber sei mir nicht, ich habe genau daran gedacht, als du mich das gefragt hast. So, hey, ja, natürlich bin ich verrückt. Weißt ja, du, so ja, quasi, ja, und? Ja. Und weiter, so. Das ist, also das heißt, du hättest wahrscheinlich auch, also, wenn du nicht, wenn du nicht, ja, zu tun, dass ich diese Antwort gebe. Ja, weil es hat vielleicht dann nochmal besonders crazy. Es hat auf jeden Fall bestimmt verwirkt, insane gewirkt. Das ja, hat insane gewirkt, weil du halt so verrückt gelacht hast. Und nüchtern hättest du wahrscheinlich einfach gesagt, wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du verrückt, dann würdest du wahrscheinlich auch wahrscheinlich so ja sagen. Bist du verrückt? Wahrscheinlich. Aber das ist jetzt nicht. Ja, was schon, ja, du musst mir ja sagen. Nein, ich bin wahrscheinlich, ich meine, was soll das heißen? Wahrscheinlich schon, ja. Also irgendwie. Dass du irgendwie so zu mir gesagt, Simon, wir können voneinander profitieren. Wir können uns gegenseitig aushelfen. Wir können sehr voneinander profitieren. Und dann, und ab dem Zeitpunkt, wo du das gesagt hast, wusste ich, dass wir dieses Video hier machen. Ich habe mir gedacht, ja stimmt, aha, wir können genau dieses Video hier machen und so voneinander profitieren. Also profitieren wir hier jetzt gerade voneinander, oder was? Du hattest bis zu dem Zeitpunkt fast gar nicht mit mir über die Trips geredet, also bis an dem Abend. Da habe ich dich einmal so gefragt, so, hey Nico, bei dir schaut es immer so krass aus, so als wärst du in einer anderen Welt. Hast du eigentlich schon mal dann so Aliens gefühlt oder so gesehen? Und du so, jedes verdammte Mal! Okay, ich gebe dir mal ein Beispiel dafür, wie das bei mir aussieht. Also als wir das im Proberaum gemacht haben, da war Musik an, ja. Und ich mache halt die Augen zu. Das ist immer auch für mich am interessantesten, wenn ich die Augen einfach zumache. Und dann geht in meinem Kopf so eine Art Winamp-Visualizer ab. Ja. Aber ja, ich kann ihn nicht wirklich, also der ist nicht wirklich nur visuell. Ja. Der hat auch mehrere Dimensionen irgendwie, da passieren alle möglichen Sachen. Und als ich da im Proberaum saß zum Beispiel, da ist dann
halt, haben irgendwelche großen, riesigen Figuren, so ganz lange, dürre Gestalten, so getanzt zu der Musik. Also, ja, die bewegen sich so langsam und sind so ein bisschen creepy, aber cool. Ja? Voll coole Guys. Ja? Und, aber und nein, warte, es wird so funny gleich. Irgendwann, ja, kommt auf einmal so zu der Musik, die ich die ganze Zeit höre, zu der ich so, so mitgehe und so, oh, voll geil, und zu der alles tanzt, das ich sehe. Auf einmal kommt so ein neuer Sound. Ich kenne ja den Song, ja. Es kommt auf einmal so irgendein endgeiler Elektro-Sound rein, so von der Seite. Und mit dem kommt so von der Seite auch, von irgendeiner Seite, von der ich gar nicht wusste, dass es die Seite war. Kommt dann auf einmal so ein, ich weiß nicht was, in mein visuelles Feld, so von meinem inneren geistigen Auge halt. Und dann denke ich so, okay, krass, jetzt kommunizieren die Aliens mit mir oder was auch immer. Und denkst so, oh, dann ist es genial, was die machen, so, wo, wir reden hier über Musik miteinander oder was auch immer so. Du hast mit und den dann, Aliens über Musik geredet. Ja, ja, voll. Und dann, irgendwann mache ich die Augen auf und ich sehe, wie mein Kumpel am Keyboard steht und er hat die ganze Zeit gespielt so. Und ich dachte halt, das wären irgendwelche Aliens, ja. Also ich habe sie schon gesehen oder mir sie eingebildet, also ich denke, das ist natürlich alles selbst induziert, was du erlebst, wenn du auf so einer Droge bist. Es kommt noch eigentlich so der heftigste Moment des Abends. Irgendwann bist du so von Trip zurückgekommen und hast wirklich auch total verspult gewirkt und bist so ohne Rücksicht auf Verluste zum Fenster gegangen, hast das Fenster aufgemacht und hast einfach so aus dem Fenster geschaut. Und während du das Fenster aufgemacht hast, hast du alles vom Fenstersims so gekippt. Und da war dann halt auch irgendwie eine Kerze. Und die Kerze ist auf den Typen gefallen, der da gepennt hat. Ja, in meinem Zimmer würde ich das mal hinzufügen. Ja, also der durfte es. Und auf jeden Fall, der Typ wacht so auf, weil er vor der fucking Kerze getroffen wird und schaut so seine Hand an. Und es sah halt so aus, als wäre seine Hand so ultra blutig, als wäre quasi die Hälfte von seiner Haut so auf seiner Handfläche schon runtergerissen. Und der eine Typ hat dann auch so voll Panik geschoben und ist mit ihm zum Waschbecken gerannt. So, ich glaube, du musst den Krankenwagen rufen. Oh shit, das schaut so krass aus. Der Typ konnte auch nicht mal Deutsch. Und der andere labert ihn so zu von wegen, oh Mann, das ist so krass, Mann, das ist keine gute Wunde. Simon, der Typ ist jetzt ein sehr guter Freund von mir übrigens, ja, seit der Nacht. Nachdem wir 10 Minuten so am Waschbecken stehen und uns so denken, scheiße, Mann, das schaut so krass aus, merken wir halt, dass seine Hand komplett in Ordnung ist und dass nur Wachs auf seiner Hand ist. Und es hat aber genauso ausgeschaut, als würde seine Hand irgendwie so komplett zerstört sein. Und jetzt nochmal von deiner Sicht aus. Okay, also das, speziell das, das war funny. Ich habe davor schon ein paar echt krasse Sachen so gesehen. So. Zum Beispiel einmal habe ich die Augen aufgemacht und auf einmal war alles einfach nur noch zweidimensional. Also da saßen so ein paar von meinen Freunden so um mich rum und ich machte die Augen auf und schaue in mein Zimmer und es war einfach, es gab keine Raumtiefe mehr und es war auch wie gezeichnet. Also ziemlich cool. Alles Mögliche habe ich noch. Ich will jetzt nicht in Details gehen über die ganzen verrückten Verzerrungen, die ich da gehabt habe. Aber speziell, warum ich zu diesem Fenster gegangen bin, das hat nämlich natürlich einen Grund. Ja. Ich bin da nicht hingegangen, weil ich komplett den Verstand verloren habe und habe alles runtergeschmissen, sondern, wie schon erwähnt, ist die Musik ziemlich wichtig für mich. Das heißt, ich habe bei diesen Trips dann Kopfhörer aufgesetzt teilweise. Und auf einmal habe ich mein Handy und meine Kopfhörer nicht mehr gefunden, wie das halt so ist. Ja. Und dann hat mir ein Kumpel von mir seine Kopfhörer aufgesetzt und da war dann so echt coole Musik, so relativ chillig, entspannter Sound und diese Musik, die hatte aber Vogelgezwitscher im Hintergrund, so, ja. Und so irgendwie halt so mit in den Sound eingebaut, so aus dem Dschungel. Und man muss wissen, dass wir wohnen hier, das ist ja ganz cool, du kannst das ja vielleicht mal zeigen, aber das ist ja, also mein Zimmerfenster ist unter uns und wir haben hier diese Allee, diese Baumallee und um 4 Uhr morgens fangen die Vögel da an, krass den Lärm zu machen. Ja. Und es war halt zu diesem Zeitpunkt wohl etwa bereits 4 Uhr morgens. Ja. Und als ich dann die Kopfhörer abgesetzt habe und ich war immer noch voll am Trippen, ja, hat das Zwitschern halt nicht aufgehört. Und ich dachte mir so, und ich habe das auch vorher schon so ein bisschen gehört von draußen, und ich dachte mir so, boah, stimmt, krass, ich bin ja hier so quasi schon fast im Urlaub, ich muss nur rausschauen, im Urwald, Entschuldigung, ich muss nur das Fenster aufmachen und rausschauen. Also, zack, sofort aufgestanden, aha, da sind ein paar Sachen auf meinem Fensterbrett, weg damit, weil die spielen jetzt gerade wirklich keine Rolle, so ungefähr, und dann habe ich das halt aufgemacht und rausgeguckt. Ich war im Paradies, als ich da rausgeschaut habe. Die Bäume haben sich bewegt, es hat so leicht geregnet, so.
auf der Wasseroberfläche, auf der Straße haben sich die Lichter so gespiegelt, sodass es halb so aussah wie in Tokio für mich. So mit Neonfarben und dann die Bäume atmen so quasi, bewegen sich ganz leicht, die Vögel zwitschern, das war einfach nur wild. Ja. Dann schaue ich da so zu und komme langsam runter dabei, es geht auch immer relativ schnell alles. Während ich so runterkomme, merke ich halt, dass hinter mir ein ganz schönes Chaos ist. Ja, und dann schaue ich mich halt so um und denke, ah ja, stimmt, ich habe einiges umgeschmissen gerade. Und wo ist eigentlich der? Dann schaue ich halt so zurück und dann merke ich, da ist ein bisschen was los. Dann gehe ich in die Küche und da stehen lauter betrunkene Leute, die so, er muss ins Krankenhaus und so weiter. Und der Typ steht ganz lässig am Waschbecken und sagt halt einfach so, no, they're just drunk. It's just wax. You put some wax over me. It's fine. Er war halt völlig cool damit so, und es war auch überhaupt nichts los. Und alle anderen flippen halt voll aus. So. Weißt du doch, dass du an dem Abend dann mit dem rumgemacht hast? Ja, voll. Hat er das auch was mit deinem Trip zu tun? Nee, überhaupt nicht. Das hat nichts mit meinem Trip zu tun. Einfach so, weil du... Nee, man muss dazu sagen, also der... Wir dürfen nicht einfach seinen Namen sagen. Ja, scheiße. Du hast angefangen, seinen Namen zu sagen. Okay, ja, ich zensiere den Namen. Okay, auf jeden Fall ist der Emir schwul. ja. Und ich nicht. Leider. Weil, also ohne Scheiß, man, die Stories, die der mir erzählt, wie einfach das für ihn ist, halt einfach jemanden klar zu machen. Also das sind 2 Klicks mit seinem Daumen so ungefähr. Und ja, das habe ich auch von anderen Schwulen auch schon gehört. Aber endcooler Typ. Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist, mit einem Schwulen rumzumachen. Okay. Ist sehr interessant, weil Hetero-Männer küssen ganz anders. So. Okay. Hat aber nichts mit den Drogen zu tun. Das war auch übrigens euch davor. Was für mich von außen eben an dem Abend am krassesten war, dass der Nico eben wirklich durchgehend, auch schon als der Trip schon 20 Minuten her war, immer ein bisschen so verrückt gewirkt hat, ein bisschen komischere Sachen gesagt hat als sonst und wirklich sich sehr komisch verhalten hat. Und trotzdem wollte er sich immer noch einen Trip gönnen. Und ich wusste halt nicht, ob das so gut ist, wenn der sich so komisch verhält. Ich hatte halt teilweise Schiss, dass das jetzt der Anfang einer Psychose ist, dass der sich jetzt immer so seltsam verhalten wird. Aber zum Glück war das dann nicht so, nach ein paar Stunden war er wieder komplett normal. Habt ihr sowas schon mal erlebt, dass ein Kumpel von euch, nachdem die psychedelische Erfahrung schon gefühlt zu Ende war, er sich so verrückt verhalten hat, dass ihr euch Sorgen machen musstet und euch dachtet, oh scheiße, ist der jetzt endgültig verrückt geworden? Wie fandet ihr es, dass ich die Story jetzt nicht alleine erzählt habe wie sonst, sondern dass ich das mit einem Kumpel so in einem Gespräch gemacht habe? Wenn ich nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.